Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Game Collector. Es gibt heute mal wieder einen Film im 4K-Steelbook, den ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar der kultige Animationsfilm, so nenne ich ihn einfach mal, weil ich damals im Kino den Trailer gesehen habe und habe mir super gefallen. Und zwar die Teenage Mutant Ninja Turtles Mayhem ist herausgekommen. So ein bisschen im Stile von Spider-Man Across the Universe, auch in diesem Slow-Motion-Style gemacht, dieser typische Slow-Motion-Animationsfilm. Ich weiß gar nicht, wie viele FPS wir da im Film zählen können, wie langsam da die Bewegungen sind. Es sind halt schon sehr lebhafte Bewegungen. Das kennen wir eigentlich so von japanischen Animes, kennen wir das zum Beispiel, was halt so lebensecht wirkt. Ja, und das haben sie jetzt hier bei den Turtles auch gemacht. Hier das Ganze im 4K-Steelbook. Ich habe das Steelbook schon seit ein paar Tagen zu Hause. Jetzt habe ich das Video halt erst gemacht. Bin natürlich mega gespannt auf das Steelbook und ich würde sagen, wir packen es aus, gucken wir uns mal an, wie es ausschaut. So, wir haben hier ein glänzendes Steelbook, das ist natürlich mal wieder sehr lobenswert, das ist schön. Ich hoffe, dass es stellenfrei angekommen ist. Ihr wisst, was ich meine, es ist halt wieder Amazon. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze abbekommen. Ja, geht doch ziemlich einfach als gedacht. Nicht wundern, das ist die Lampe. Ich das jetzt denkt, das ist gewollt. Ja, geht's gut. Wir haben hier ein Skateboard übrigens abgebildet mit ein paar schönen Zeichnungen. So, wir haben hier einmal die 4K Ultra HD. Bei Paramount liebe ich das. Die hauen wenigstens noch die Blu-ray mit rein. Bei Universal nicht. Obwohl sie es komischerweise bei Oppenheimer gemacht haben. Da haben sie komischerweise noch die 4K mit reingelegt. Also die normale Blu-ray. So, wir bekommen leider wieder nur die schwache 5.1 Tonspur, Englisch jeweils Dolby Atmos auf den beiden Scheiben. Dann haben wir natürlich hier die Extras. Ja, ich bin mega gespannt auf den Film, ich freue mich drauf. Spider-Man Across the Universe, der läuft ja aktuell der neue Teil. Ich weiß gar nicht, ob es diese Titelbezeichnung ist. Ich glaube schon. Der läuft ja aktuell auch auf Netflix. Der hat dort seine Premiere gehabt. Werde ich mir auch noch angucken. So, wir haben jetzt hier das Steelbook. Es hat keine Prägung, schaut aber fast so ein bisschen aus, wenn man uns hier die Umrandungen anguckt. Das müsste, glaube ich, Raphael sein. Raphael ist immer der mit dem roten Stirnband. Leonardo müsste der mit dem blauen Stirnband sein. Donatello ist der mit den lilanen. Und dann haben wir noch Michelangelo, der hat das Orange. Ich konnte die beiden oder die ganzen vier Jungs nie auseinanderhalten. So, wir haben hier den Spine. Und dann haben wir die beiden hier schon. Also, ich hoffe, ich bin da richtig. Also wir haben hier einmal Donatello, Leonardo, dann haben wir hier Raphael und Michelangelo. Das wäre der hier. Genau. Nach bekannten Künstlern der Resistance gewählt worden. Ja, das schaut schon mal klasse aus. Stellenfrei scheint es zu sein. Ja, wir können das hier uns hier mal angucken. Klasse. Schickes Steelbook. Machen wir es mal auf. Dann haben wir hier so ein bisschen Werbung mit drin. Und der Innendruck ist auch klasse. Gibt es natürlich noch das Spielzeug dazu. Ich hoffe, dass die Originalserie aus den 80ern, ich hoffe, dass die mal eine Blu-ray-Restaurierung bekommt, eine Full-HD-Version. Ich habe noch die alten DVDs, die Gesamtbox. Mit allen Folgen auf der DVD. Die Bildqualität ist natürlich trotzdem sehr, sehr gut. Aber ich hoffe, dass sich da ein Label ranwagt. Ich bin ja in der Hoffnung, dass Bleon Pictures da mal rangeht an die Buletten und mal guckt, dass wir da mal eine restaurierte Blu-ray-Version bekommen. In Full HD, so wie bei der Masters of Universe Collection. So, hier haben wir einmal die 4K. Unbedeutend, nur mit schwarzer Farbe gemacht. Dann haben wir hier den. Oh Gott, irgendwann bricht sie mir. Die normale blaue Blu-ray. Und dann haben wir hier nochmal die vier Jungs abgebildet, sowie Bebop und Rocksteady, die Mutanten. Shredder, der Schrottfresser, ist natürlich auch wieder mit am Start. Also Innendruck schaut klasse aus, gefällt mir. Der ist so übergreifend. Da haben wir hier oben nochmal zwei so Mutanten, die da bei den
Aber wie heißt er nochmal, den Food Clang mit dabei ist, gehen wir stark von aus. Und dann haben wir hier halt das Steelbook in seiner ganzen Pracht. Ja, ein sehr schönes Steelbook, mir gefällt es und es ist auch sehr gut verarbeitet. Es ist nicht labbrig, da haben sie mal wieder ein schönes gemacht. Freue mich riesig auf den Film. Mal gucken, über die Weihnachtsfeiertage werde ich mir das Ganze angucken. Natürlich Spider-Man dann auch gleich hinterher. So, jetzt nehmen wir das Ganze mal zur Seite. Jetzt wollen wir mal gucken, das wird wahrscheinlich jetzt wieder spiegeln. Ja, können wir so machen. Egal. Schreibt es mal in die Kommentare. Habt ihr den Film im Kino gesehen? Wie hat er euch gefallen? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und natürlich, wie gefällt euch das Steelbook? Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit dem Unboxing durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren und natürlich einen Daumen nach oben. Und dann hören und sehen wir uns dann zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.